In der aktuellen Aufnahme geht es um das Verhältnis von dem OSI-Modell zum Internetmodell bzw. zu dem hybriden Modell. Das OSI-Modell ist ja wie bekannt aus 7 Schichten bestehend und es ist damit deutlich aufwendiger als das Internetmodell, was man jetzt in dieser Folie sieht. Dieses Internetmodell besteht nur aus 4 Schichten, wobei einige der Schichten jetzt eine Zusammenfassung von OSI-Schichten darstellen. Die Anwendungsschicht hier in dem Internetmodell ist eine Zusammenfassung der Schichten 5 bis 7 aus dem OSI-Modell. Und die Subnetzwerkschicht im Internetmodell fasst die Aufgaben der Schichten 1 und 2 im OSI-Modell zusammen. Hier sehen Sie auch in der Abbildung auf der linken Seite die deutschen und auf der rechten Seite die englischen Bezeichnungen. Die dritte Schicht hier in dem Internetmodell wird als Internetschicht oder IP-Schicht dargestellt. Es entspricht aber quasi der Vermittlungsschicht aus dem OSI-Modell. Und dann ist hier auch ein Zwischensystem vorgesehen, wobei das Internetmodell hier speziell auf Router abzielt. Die Router realisiert dann die Subnetzwerk- und die IP-Schicht. In dieser kleinen Matrix wird das Verhältnis jetzt erklärt zwischen dem OSI-Modell und dem Internetmodell. Durch die Historie hat sich nämlich hier ein gewisses Missverhältnis ergeben. Also das OSI-Modell ist weiterhin sehr wichtig, was die Modellierung angeht. Es ist die häufigste Referenz zum Einordnen von Fragestellungen. Das heißt, wenn man eine neue Fragestellung hat im Zusammenhang mit Netzwerken, dann schaut man, zu welcher der OSI-Schichten würde diese Fragestellung passen und die dann dort eine vorhandene Lösung versuchen, darauf anzuwenden. Es gibt viele Anpassungen dieses Modells an eine konkrete Situation, zum Beispiel für Mobilfunkstandards wurden entsprechende Modifikationen des Modells vorgenommen. Aber eine häufige Kritik am OSI-Modell ist es, dass es zu detailliert und zu kompliziert ist. Wo das OSI-Modell entwickelt wurde in den 80er Jahren, versuchte man das OSI-Modell direkt umzusetzen in Protokolle. Diese Protokolle, die waren aber dann in der Praxis sehr wenig erfolgreich. Sie wurden nicht rechtzeitig geliefert und deswegen sind heutzutage nur noch sehr wenige Teile von Protokollen relevant. Also ein Beispiel ist das ISIS-Routing-Protokoll. Anders dagegen die Situation mit dem Internetmodell. Hier waren die Protokolle, insbesondere IP, TCP und UDP, sehr erfolgreich und wurden deswegen vielfach auch außerhalb des ursprünglichen Bereichs, für das sie entwickelt wurden, eingesetzt und verbreiteten sich sehr schnell. Sie skalierten sehr gut für das enorme Wachstum des Internets, denn in den 70er Jahren, wo diese Protokolle vom Grundprinzip her entworfen wurden, da waren ja zunächst nur hunderte Server im Internet und so skalierten diese Protokolle auf hunderte von Millionen Rechnern heutzutage. Das Internetmodell selber ist nur ein einfaches Modell, wie man ja auch in der vorherigen Folie gesehen hat, und es steht für die Entwicklung nicht im Vordergrund. Ja, wenn man sich das jetzt mal überlegt oder die Situation in der Praxis vergleicht, wie sich diese Modelle anschaut, dann sieht man, dass manchmal die Situation durch das Internetmodell und manchmal durch das OSI-Modell besser wiedergegeben wird. Und daraus hat sich dann noch ein sogenanntes hybrides Modell entwickelt, was man hier in der Mitte der Folie sieht. Das hybride Modell besteht also aus 5 Schichten. Es führt die Zusammenfassung der Schichten Anwendung, Darstellung und Kommunikationssteuerung nur zu einer Anwendungsschicht aus, wie das bei dem Internetmodell der Fall ist. Aber auf den unteren Schichten, das heißt bei der Sicherungsschicht und Bitübertragungsschicht, wird die Trennung beibehalten. Hier kann man auch in der Praxis sehr gut unterscheiden zwischen den Aufgaben und es ist nicht so sinnvoll, das Ganze zusammenzufassen zu einer Subnetzwerkschicht.